Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Josie und bei mir ist der... Der Klaus. Naja, nicht wie immer, aber... Ganz oft. Wir haben mal wieder was Schönes, ne? Richtig schön. Wieder eine ganz tolle Serie. Und aus der Serie haben der Klaus und ich und auch der Marco und der Matthias hier ein Haus gebaut. Dann durfte einfach jeder mal bauen. Ja. Wir zeigen euch heute also nur eins, nämlich das hier von mir. Beziehungsweise von mir stimmt nicht ganz, komme ich aber auch gleich zu. Das wurde mir nämlich gleich wieder einkassiert. Wir haben sie mal alle vier einmal zusammen hier aufgebaut, dass ihr das insgesamt seht. Ich packe das hier mal gerade die Figürchen nochmal weg. Dann können wir das auch einmal drehen, damit ihr das einmal von hinten seht. Riesig. Ja, gigantisch. Das sind jetzt also, wie gesagt, das sind vier Sets. Das ist nicht nur eins, das sind vier. Das ist eine komplette neue Serie. Ja, und heute zeigen wir euch eins davon und die anderen kommen demnächst. Genau. Darum schieben wir jetzt erstmal drei Stück beiseite. Ich mache hier mal zwei ab, okay, die wir heute nicht brauchen. So. Bevor ich das hier auseinanderreiße, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Das ist doch kein Problem. Danke. Die stecken hier ganz normal an den Pins, kennt ihr von anderen Modular Buildings. Das ist ein chinesisches Restaurant. Chinesische Restaurants mag ich ja sowieso. Wer nicht? Genau. Und ich finde es auch von Farben her sehr schön. So ein bisschen gedecktere Töne und so. Das hat mir gleich gut gefallen. Da habe ich gesagt, das muss ich doch mal bauen. Ich habe auch eben gerade die Verzierung hier vorne gesehen. Fand ich richtig schön. Echt toll. Ja. Wirkt auch sehr chinesisch. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ich muss es bauen. Also muss ich bauen, weil es mir so gefällt. Dann darf ich bauen. Kann ich mir aussuchen, ja. Und dann kam meine Frau an. Ja. Die packt ja sonst immer die Nanoblock-Hunde. Und dann sagt sie, sie will auch mal ein Haus bauen. Sehr schön. Kann ich natürlich bei meiner Frau nicht Nein sagen. Ne? Also, weg war's. Ich habe ihr aber immer mal über die Schulter geschaut. Hätte auch gehört, wenn sie geflucht hat. Hat sie aber nicht. Sehr gut. Also war es wohl ein entspanntes Bauen, wenn sie nicht geflucht hat. Ja, also sie sagt auch ganz klar, ja, entspanntes Bauen. Und dazu muss man sagen, das ist ihr erstes größeres Nicht-Nanoblock-Modell, was sie gebaut hat. Und trotzdem sagt sie, entspanntes Bauen, das finde ich schon mal ein positives Signal. Ja, doch, das ist ja für sie dann auch schön, wenn sie sonst die Nanos, die Kleinsteine hat und jetzt mal mit den normalen Größen bauen kann. Das ist schön, wenn man da auch eine gute Erfahrung dann hat. Genau. Und das ist eine komplette Serie, und zwar eine neue Serie. Zigao hat ja vor ein halbes Jahr, das ist das her, glaube ich, schon mal so eine Serie gebracht mit Modular Buildings. Da hat es ein bisschen Ärger gegeben, auch dann mit einem Mockler und so weiter. Sollte eigentlich alles nicht sein. Und da habe ich dem Lieferanten natürlich schon gesagt, also Leute, so, das machen wir nicht mehr, definitiv nicht, da sind wir raus. Und von daher finde ich das sehr erfreulich, dass die dann, und zwar gleich auf Anhieb, doch recht schicke Eigenkreationen auf die Kette gebracht haben. Und da sind wir dann auch gerne wieder voll mit dabei. Und dass das dann gleich eine komplette Serie wird, das ist natürlich nochmal umso schöner. Oh ja, finde ich auch. Sehr detailgetreu, finde ich super. Wie auch bei den anderen Häusern, die wir schon vorgestellt haben. Ja, es ist tatsächlich so, es ist nicht nur reines Spielzeug hier von wegen mit vielen Steinen mal ein bisschen Höhe gewinnen oder so, sondern die einzelnen Sachen, wir gucken auch gleich mal rein. Sehr durchdacht. Ja, sind mit viel Liebe zum Detail umgesetzt worden. Und du hattest, bevor Bartosz die Kamera anhatte, schon gesagt, dein Haus hatte mal endlich mal eins mit Bad und WC. Genau. Ja, aber das hier auch. Haben also, wir gerade entdeckt, ja. Ja, und Treppen sind drin und so weiter. Drum gucken wir jetzt mal rein. Gern. Ich nehme... Von oben nach unten? Von oben nach unten nehme ich hier das Dach ab. Da ist jetzt aber gar nicht so mega viel zu sehen. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen Flur. Steht nochmal so ein Sideboard drin. Und dann haben wir da die Dachterrasse. Mit zwei Kätzchen. Ganz süß. Ja. Schön finde ich aber schon so Sachen hier. Ich könnte es nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man sich hier sowas anschaut. Wenn ich einen Schornstein brauchen würde, ja. Ich würde ganz normale Vierecke 2x2 Blocks aufeinander setzen, aber ich würde nicht auf die Idee kommen,
das mit so vielen kleinen Steinen so detailliert umzusetzen, bin ich immer wieder begeistert. Vielleicht auch einfach, weil ich es überhaupt nicht kann. Also ich wäre dazu zu pragmatisch für und das könnte ich nicht. So, jetzt machen wir weiter. Das Stockwerk hier auch beiseite. So, und da haben wir jetzt, wie bereits erwähnt, unser Bad. Auch das wieder so richtig schön mit kleinen Details. Wenn ihr euch hier mal das Waschbecken anschaut, der Wasserhahn, vorne das Becken dran, die Farben dabei und so weiter. Auch die Fliesenfarbe finde ich schön. Erinnert mich so ein bisschen an das alte Bad von meiner Oma. Wirklich, ja, mit diesem Grün. Früher 70er Jahre, ja, glaube genau, ich. Ne? Genau, mhm. Ist schön. Da gab es ja dann auch Toilettenschüsseln und alles mögliche und Waschbecken in diesem Grün. Oh, ne? Ja. Oh, und dann kann man das 20 Jahre später nicht streichen. Nein. Ja. Aber sehr schön. Und gleich nebenan ist dann offensichtlich das Schlafzimmer. Sehr praktisch. Genau. Und wir sehen eben auch, ne, wie man das braucht, eine Treppe. Die wird ja sonst bei den Modular Buildings immer gerne weggelassen, die Treppe. Sodass man eigentlich nie weiß, wie kommen die eigentlich von unten nach oben. Genau. Und die hier ist auch fest, gell? Die anderen Treppen, die wir hatten, die wurden ja teilweise so reingeklickt und die konnte man noch ein bisschen bewegen. Okay. Diese hier ist fest und das finde ich aber auch sehr schön. Die steht genau da, wo sie stehen soll. Fand ich sehr gut, auch bei meinem Haus. So, dann schauen wir noch einen weiter. Da kommen wir nämlich dann in den Restaurantbereich. So sieht das dort aus. Schön, jetzt wird man... Da haben wir Gästetische und dann hier die... Küche, Bar, da ist ein Herd, da sind Dumplings, denke ich, sollen das sein, mit drauf. Da stehen hier die Flaschen auf dem Regal, die Theke, die Kasse hier vorne. Die hat einen Sticker übrigens, ich kann die auch mal rausnehmen. Ja, das hätte ich so sieht das dann aus. Ja, sind Sticker dabei, aber nicht besonders viele. Vorne ist hier einer über dem Eingang, dann hatten wir im Badezimmer der Spiegel, das war ein Sticker. Also Drucker haben wir hier jetzt nicht bei. Keine Prints, okay. Und die Fenster, die kann man aber diesmal nicht jetzt Die sind eingesetzt, so. Also die kann man nicht aufklappen. Das sind solche Fenster, wie wir sie zum Beispiel auch bei den Zügen benutzen. Die werden nur reingeklickt. Kriege ich das jetzt wieder hier dicht, damit es nicht zieht. Ja, geht. Kasse setzen wir auch wieder drauf. So, und dann aber hier die vielen Kleinigkeiten, die Blumen dabei, die Lampen hier dran. Und das hat auch sehr beim Bauen aufgehalten, finde ich. Gar nicht so die Etagen an sich bauen, sondern diese kleinen Details halt. Aber das macht das Haus auch aus, finde ich. Ja, die vielen Details sehe ich ganz genauso. Und das sieht man natürlich, wir müssen es unbedingt noch mal von vorne zeigen. Ne? Das ist schön gemacht hier. Die Markise, die Sitzgelegenheiten draußen, Blumen nochmal dabei und so weiter. Auch so ein kleiner Bordstein hier, so ein kleiner Gang draußen, damit man sich auch schön hinsetzen kann. Ist toll. Ah, und die Stühle? Die kann man sogar drehen. Die kann man drehen? Ja. Das hat meine Frau nicht verraten. Abgemacht, aber die kann man drehen. Die sind... Tatsache. Ah ja. Also ist jetzt nicht dieser Drehteller, es gibt ja auch so einen 2x2 mit Drehelement, aber hier mit der einen Noppe in der Mitte lassen die sich also durchaus auch ein bisschen drehen. Mir jetzt gar nicht aufgefallen. Gut, dass du mit dabei bist. Ich hatte das ja bei meinem auch und da habe ich mich über diesen wunderschönen Drehstuhl auch gefreut. Deswegen wollte ich jetzt mal ganz neugierig gucken. Also du kannst schon sagen, dass du gewisse Parallelen zwischen dem hier siehst und zwischen dem, was du gebaut hast. Ja, das tue ich, Okay. Sehr schön. So, jetzt setzen wir das aber nochmal zusammen, und so, dass ihr das von vorne auch nochmal seht. Denn das sind schon schöne Sachen, wenn man sich das hier anschaut. Hier auch mit den Verzierungen dran, der Erker hier vorne und so weiter. Ja, ehrlich. Das ist schick gemacht. Und du hattest es ja eben schon mal erwähnt, hier oben der Giebel mit seinen Deko-Elementen. Da machen wir auch hier gleich das Dach noch mal drauf, damit man das richtig sieht. Schick. Ja. Sehr schick. Das ist ein kleiner Sonnenschirm hier oben noch drauf. Ja, auf der Dachterrasse. Ja. Und was ich also wirklich, das war auch mit der Grund, dass ich mir das ausgesucht habe. Ich finde auch einfach diese gedeckten Farben sehr schön. Ja. Distan, dieses Sand Green, es ist, glaube ich, das. Ich finde, das sieht auch sehr originalgetreu aus. Genau. So, nicht so aufdringlich. Ja, genau. Richtig. Das stimmt. Schöne Farben. Ja, also ich denke rundum
ein schönes Haus. Und wenn man das dann auch noch, wie wir es eben ja gesehen haben, kombinieren kann zu einem ganzen Straßenzug, das macht schon mächtig was her. Total. Und bezahlbar. Sehr bezahlbar. Liegt bei 55 Euro etwa. Eins von den Häusern. Und dafür bekommt ihr, hier haben wir den Karton, 1326 Teile sind es, die ihr dort bekommt. 1326 Teile für etwa 55 Euro. Das ist schon, das ist eine schöne Sache. Das ist attraktiv. Das ist preislich attraktiv. Aber ihr habt es gesehen, es ist auch wirklich vom Modell her, was man dort bekommt, wirklich schön. Auch groß, finde ich. Also es ist nicht was Kleines oder so, was man dann in die Ecke stellt und vergisst. Passt gut zu Modulars auch von anderen Herstellern. Es ist nicht auf einer 32x32er Platte. Das ist ja sonst oftmals die 32x32er Baseplate. Genau. Das ist hier etwas weniger. Wir haben 19 cm in der Breite, 18 in der Tiefe und was hatten wir ausgemessen? 29 cm haben wir in der Höhe. Also von der Höhe und so passt das aber alles. Du hast halt etwas weniger Gehweg als bei anderen Modellen, die dann teilweise dort auf den oder oftmals auf den 32-32er Baseplates aufgebaut sind. Finde ich aber gut, weil hier der Platz auch sehr gut genutzt ist. Wenn man vorne den Gehweg dann noch hat, da drinnen wieder Geld. Gehweg ist Platzverschwendung. Ja, ne? Recht hat sie. Was wir uns aber auch noch kurz angucken wollen, das sind hier die Minifigürchen. Unterscheiden sich deutlich von Minifiguren anderer Hersteller oder auch von Minifiguren aus Dänemark. Und zwar haben wir da zum einen Arme, die in der Mitte nochmal angewinkelt werden können oder gerade gemacht werden können. Und man kann die ähnlich wie die Xingbao-Figuren auch hier so verkehrspolizeimäßig nach links und nach rechts machen. Der Oberkörper, auch das ist ein Vorteil gegenüber den meisten anderen Minifiguren, lässt sich zur Seite drehen. Wir können also auch noch hier ein bisschen Gymnastik machen. Ja. Zumba. Und Gymnastik können Sie auch noch mit dem Kopf machen. Den können Sie kullern lassen. Der Kopf sieht auch ein bisschen anders aus. Und der hat einen recht dünnen Hals. Ja. Und den kann man also auch ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen. Man muss da ja auch die ganze Figur zusammenbauen. Also es sind ja alles Einzelteile. Der Unterarm, der Oberarm und hier drinnen das Teil ist nochmal extra. Das hat mich ein bisschen an den Automotor erinnert. An den Automotor? Ja, was hier drunter ist. Okay. Vielleicht kann ich das beim nächsten Mal zeigen, das einzelne Teil. Oder jetzt. Können wir mal eine auseinandernehmen hier. Mal auseinanderziehen. So sieht der Unterbau aus. Das ist auch viel runder. Man kann sie, ich nehme mal hier einen Stuhl raus, man kann sie auf die Noppen setzen. Das geht ja nicht bei allen Figuren. Also wenn ihr zum Beispiel die von Kobi habt, die hat ja leider hinten die Figur keine Löcher oder Befestigungsmöglichkeiten, dass man die auf die Noppen setzen kann. Das geht bei der Figur. Ja. Die hat zwar keine Löcher hinten, wie die aus Dänemark, aber das funktioniert. So, und wo haben wir hier jetzt? Hoppala. Ach, das meinst du mit Motor. Ja, richtig. Mich an so einen Motorblock irgendwie erinnert. Sieht fast ein bisschen aus wie Skelett, ne? Ja. Könnte man jetzt noch eine Lunge und ein Herz reinbauen. Ja, also, auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, man sieht aus wie ein Motor. Und ich habe hier alles auseinandergenommen jetzt. So übrigens sieht der Oberkörper aus. Der ist also nach oben hin offen und wird von unten auf das Skelett, andersrum gehört er, praktisch auf das Skelett, wenn man das mal so nennen möchte, geschoben. Dann die Ärmchen ran. Und wo haben wir seine Beine? Da sind sie. Dadurch kriegt das Ganze dann entsprechend Halt und Festigkeit. Also deutlich anders als andere. Finde ich auch. Aber schöner. Deutlich mehr Funktion. Arme nochmal einknicken, zur Seite, Oberkörper drehbar und so. Und sie sehen recht schön aus. Ja. Ne? Gibt es auch in verschiedenen Hautfarben, wie ich auch gesehen habe. Also wir haben ja auch ganz, ganz helle Hauttöne und dunklere Hauttöne. Recht hast du. Unterscheiden sich also wirklich deutlich von den anderen. So, jetzt muss ich das hier mal gleich wieder heile machen. Damit auch der nächste Gast, ich habe hier
mein Worst Fingern. So, aber ich denke, wir sind dann auch durch für heute. Mhm. Du präsentierst demnächst dein Häuschen. Ja. Das hast du gebaut, ist das richtig? Genau, das ist meins. Ich zeig's noch mal ganz kurz. Da bin ich gespannt. Berichte ich gerne. Vier verschiedene haben wir schon. Das hier, wie gesagt, die anderen beiden. Es kann jetzt sein, dass eines von diesen Vieren noch nicht gleich im Shop zu finden ist. Ja. Der Grund ist der, dass der Marco beim Aufbau von seinem festgestellt hat, das war dieses genau, Jahr, das, Blaue das hat der Marco gebaut, ja. Irgendwie in ein Eiscafé oder sowas, dass ein Stickerbogen nicht ordentlich richtig ausgestanzt ist. Ja. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Drum haben wir, als wir unser Muster bekommen haben und der Marco das aufgebaut hat, direkt die Sticker nochmal per Luft, Fracht, Paket, Päckchen, keine Ahnung, nochmal kommen lassen. Genau. Und die sind unterwegs und die müssen jetzt täglich eintreffen. Es kann sein, dass die auch gleich schon mit online gehen, sobald die richtigen Sticker da sind, damit ihr keinen Grund und keine Notwendigkeit habt, zu reklamieren ja. oder traurig zu sein, weil das nicht passt. Ja. Ja, kann es also sein, dass dieses von den drei Modellen mit ein paar Tagen Verzögerung erst in den Online-Shop kommt. Ansonsten, die sind aber alle vier schon am Lager. Die anderen drei gehen auf jeden Fall auch online und könnt ihr bestellen. Ja, sehr so, schön. Wir fassen das nochmal einmal ganz kurz zusammen, dann sind wir auch wirklich durch. Wir haben also hier von Zegao das chinesische Restaurant mit der Nummer QL0937, 1326 Teile hat das, drei Minifiguren sind dabei, Preis etwa 55 Euro und in Abmessung 19x18x29 cm. Ein entspanntes Bauen. Und schaut mal im Onlineshop nach der Marke Zigao, die bringen nämlich noch richtig tolle weitere Geschichten. Es kommen schöne Piratenschiffe. Oh, schön. Von Zigao. Wirklich schön. Es kommen ein paar recht günstige Eisenbahnsets. Also komplett Lok, Antrieb, Wagen, ein paar Schienen dabei und das für mächtig günstiges Geld. Und jetzt haben sie ganz frisch angekündigt nochmal eine Architekturserie, also nicht Modular Buildings, sondern zum Beispiel, was richtig cool aussieht, kennst du diesen ist das im Himalaya? Nee, wie heißt denn das vom Dalai Lama? Dieser Palast. Wo steht der? Chinesische chinesische autonome Region. Oh, jetzt schlagt mich wieder. Oh Gott. Tibet. Tibet, genau. Der Palast vom Dalai Lama in Tibet, das, wenn du das Bild siehst, kennst du. Oben auf dem Berg gebaut, in weiß, ein bisschen in die Breite gehend. Also sieht ganz toll aus. Das machen die von Zigao als Architekturmodell. Also die machen mächtig nach vorne. Das bleibt schön. Spannend. Demnächst, wie gesagt, kriegt ihr jetzt erstmal hier noch das ein oder andere von den Häusern präsentiert. Da hat jeder hier mal mitgebaut. Und dann würde ich sagen, für heute war es das auch. Ich sage tschüss, vielen Dank. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr und viel Spaß beim Bauen. Tschüssi. Tschüss, euer Klaus.